Hallo meine Freunde, ich bin's wieder, euer Supra von PlayStationInfo.de und das ist das Jahr 2021 und es fängt so friedlich und ruhig und schön und besser an als, ach, hört doch alle auf, ehrlich. Kennt ihr dieses Mimi von diesem Wrestler, der eine Maske trägt, dann wird ihm die Maske abgenommen und die Maske ist sein Gesicht ist das gleiche wie auf der Maske? Ich blende es vielleicht mal unten ein. So, ja, fangen wir einfach mal an mit Kalenderwoche Nummer 1. Es war jetzt nicht so viel los und ich habe jetzt auch eine kleine Zwangspause hinter mir, musste auch mal sein. Und ja, fangen wir einfach mal an mit News Nummer 1. PlayStation 5, PS5 Pro mit 2 GPUs. Ja, Freunde, die Gerüchte um die Geschichten um die PlayStation 5 Pro nehmen nicht ab. Viele warten auch schon auf eine PS5 Pro von euch. So, die sagen halt, ja, ey, ein Jahr, anderthalb Jahr, dann kommst du raus und werde ich mir die holen. Okay, schauen wir mal, wie sich das Ganze entwickelt. News Nummer 2. PS4 Pro streicht Sony die Konsole aus dem Sortiment. Ja, das tun sie tatsächlich jetzt schon. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so schnell passiert. Ich dachte mir so Ende des Jahres, Anfang 2022 wird die PS4 Pro so langsam verschwinden, weil meines Erachtens ist sie die direkte Konkurrenz zur PS5. Warum ist das so? Sie ist preislich halt viel attraktiver. Der Unterschied ist, natürlich ist der Unterschied so schon ein bisschen groß, ne? Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir eine PlayStation 4 Pro zu Hause haben, ne? Und wir damit noch weiter zufrieden sind und wir mitkriegen, wie schwer es ist, mit der PS5 Pro sie zu kriegen und die Spielauswahl und dass es einfach keinen richtigen Reiz gibt, ja, dann bleibe ich doch erstmal bei der PS4 Pro und nutze das noch ein bisschen weiter und warte dann, bis dann verbesserte Versionen der PS5 rauskommen oder halt ein Kontingent an Spiele da ist, was sich lohnt, weil mittlerweile, ne, es gibt ja einfach noch nichts. Ne? Ihr wisst, was ich meine, ich habe schon tausendmal gesagt, ich bin noch ein bisschen platt, so, egal. Also auf jeden Fall ist es so, die PlayStation 4 Pro wird aus dem Sortiment genommen und ja, schade eigentlich. So, News Nummer 3, Escape from Tarkov bekommt Konsolenumsetzung. Ein sehr beliebtes Spiel, ich habe es nie gespielt, bitte seid nicht böse oder so, keine Ahnung, sieht auf jeden Fall lustig aus. News Nummer 4, PlayStation 5 Konsole im Retro-Design in Kürze vorbestellbar. Ja, also, einige Dritthersteller haben, oder einige Modder haben wieder die PlayStation 5 genommen und sie umdesignt. Die eine ist halt mit Gold übergestreift worden, also auch Swarovski-Stein und sonst was, könnt ihr dann für 1,5 Millionen oder so kaufen. Die andere sieht aus wie ein Toaster, die andere sieht aus wie eine Xbox und eine sieht halt aus wie so eine alte PS2. Von den Farben her. Ich selber halte davon so mittelmäßig was. Ich weiß, dass es ein paar Nerds unter euch gibt, die sowas feiern, aber guckt es euch einfach mal an und checkt den Shop auf jeden Fall ganz genau ab. Ich habe den Shop auch ein bisschen abgecheckt, er machte soweit alles einen guten Eindruck, aber ja, trotzdem finde ich das alles ein bisschen schwierig, weil es nicht direkt von Sony, ne? Gut. Ich habe ja auch geschrieben, aber Achtung. News Nummer 5 ist Hitman 3 VR Gameplay Trailer veröffentlicht. Ja. Hitman 3 mittlerweile schockt es mich nicht mehr so sehr, aber gibt es jetzt auch ein VR-Gameplay. Endlich mal wieder ein VR-Game, was rauskommt. So, also auch, ne? News Nummer 6, Fall Guys und Doom machen gemeinsame Sache. Es gibt einen Trailer, es gibt jetzt bei Fall Guys dann Doom-Kostüme und sonst irgendwas. Ja, viel Erfolg. Und News Nummer 7, und das war so persönlich, fand ich das sehr lustig, ist einfach, deswegen mussten wir es posten. Passt die PS5 in euer Regal? Alle so, welche PS5? Was für eine PS5? Ja, ich hole mir jetzt so eine Dummy-PS5, damit ich schon mal üben kann. Also, das ist jetzt nicht richtig neu. Ich habe das auch schon mal gesehen, glaube ich, mit der PS4. Bei IKEA gibt es Dummies von der neuen Xbox-Konsole und von der PlayStation 5. Die könnt ihr dann in das Regal stellen, um zu gucken, wenn ihr euch ein Regal kaufen wollt, ob das dann auch passt. Ja. Leute, es ist die erste Januarwoche, es ist nicht sehr viel los, außer die PlayStation 6 wurde immer noch angekündigt und diese News ist immer noch legendär, also Postillon immer noch beste und ich wünsche euch einfach einen guten Start in die nächste Woche und kurz nochmal wegen der PlayStation 5 Vorbestellerphase. Also, es sollte eigentlich am 7.1. wohl was starten, viele haben darüber berichtet, ich selber habe das auch ein bisschen skeptisch gesehen. Es gab auch wirklich bei Amazon ganz kurz wieder eine Konsole, aber dann halt für den Preis von 1.200 €, lassen wir mal außen stehen. Aber Fakt ist einfach, und das wird einfach sein, ich wette da mit euch um eine 50er PSN-Karte, wer Bock hat, kann gerne mitmachen. Diesen Monat wird was passieren. Safe. Die haben Konsolen da und wenn es einfach mal jetzt so ist, dass endlich die Leute auch eine Konsole zugeschickt bekommen haben, die schon mindestens jetzt 2 Monate oder fast 2 Monate auf ihre Konsole warten. Ich hätte nicht geglaubt, dass es das immer noch gibt. Krass. Freunde, lasst euch auf jeden Fall nicht ärgern. Wir bleiben dran und ja, PlayStation 5 wird bald wieder vorbestellbar sein. Also, mein Name ist Supra, besucht PlayStationInfo.de und ich habe bald eine ziemlich große Überraschung für euch. Bis dann. Tschüss.